Heute haben wir bei 7 Mädels Blind Daten Jem als Gast. Ich suche hier die Liebe meines Lebens, um meine Mutter stolz zu machen. Hinter dem Vorhang warten 7... Dem stand ich in der Schlange bei dem Monte-Event. Mädels, die bereit sind, ein Abenteuer mit Jem zu erleben. Jede Runde fliegt eine raus, bis am Ende nur noch eine übrig ist. Was sucht ihr heute in deiner Traumfrau? Liebe. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir wie immer 100 Euro. Also viel Glück. 3, 2, 1. Was ist dein erster Eindruck? Ich wusste gar nicht, dass Optimus Prime hier mitmacht, Alter. Krass. Ansonsten echt cool, Alter. Okay, welche Paar Schuhe findest du am nicesten? Paar. Naja, das ist kein Paar. Die vorletzten, Nummer 6, glaube ich. Das sind Doc Martens, oder? Ja, Mann, mega cool, Alter. Und welche findest du so gar nicht so dein Ding? Ich glaube, die ersten. Was auch immer das ist. Egal, ich frage einfach erstmal. Ja, mal eine Frage. Okay, erste Frage, wichtige Frage wegen meinem Rücken. Schaut ihr Animes? Wenn ja, welcher ist euer Lieblingsanime und wenn nein, warum nicht? Okay, Kandidatin 1, schaust du Anime? Ich schaue leider kein Anime, aber ich bin offen und dafür gönne ich gerne. Okay. Was? Was sagst gar du dazu? Nicht. Was gönnst du denn? Alles. Wir können auch Anime schauen und ich gönne dir einfach dabei. Interessant, ja. Okay, cool. Kandidatin Nummer 2. Cool. Schaust du Animes? Ja, mein Lieblingsanime ist seit meiner Kindheit Hunter x Hunter. Hab auch vor, ein Tattoo von dem Anime zu machen. Alter, das ist krass. Okay. Ja. Das ist krass. Das ist heftig, ey. Das ist heftig. Hunter x Hunter ist ein guter Kopf. Ja. Kandidatin 3, schaust du Anime? Ja, ich kann mich dann nur Kandidatin 2 anschließen. Also ich liebe auch Hunter x Hunter. Das ist eigentlich so ein guter Anime. Mhm. Und als Kind habe ich halt immer mit meinen Geschwistern One Piece geguckt. Das ist halt so Nostalgie. Und gerade gucke ich, jede Woche kommt ja eine neue Folge Jujutsu Kaisen raus. Und die zweite Staffel ist echt mega gut und die gucke ich gerade. Die hat schon gewonnen, glaube ich. Du bist so in okay, krass. Kandidatin 3, schaust du Anime? Das war ja, so geil, auch durch. Wow, tageslang. Ich schaue kein Anime. Ich wurde dazu einfach irgendwie noch nicht dazu rangeführt, aber vielleicht kannst du mir das ja irgendwie zeigen und mich dazu begeistern. Echt jetzt? Ja, gute Idee. Also ich finde es schwierig, ein Lieblingsanime zu bezeichnen. Ich habe ja mit Elfenlied angefangen, bin dann irgendwann so in die Fairytale-Sucht rübergekleitet und habe dann mit Jujutsu Kaisen jetzt aktuell weitergemacht. Sie hat mit 11 angefangen, sie macht das schon ganz viel. Kandidatin Nummer 6, schaust du Anime? Ja, seit der Kindheit schon, hat angefangen mit Kuroko. Als ob so viele ja, ich gucke Anime eigentlich gucken, so alle Animes, die es so gibt. Von A bis Z. Ja, was ist dein Liebling? OG Dragon Ball. Kandidatin 7, schaust du Anime? Nee, ich habe auch noch nie Anime geschaut, aber vielleicht schaue ich ja bald mal Animes. Okay, könnt mal alle, die keine Anime schauen, einen Fuß nach vorne machen? Ja, ich muss, glaube ich, die letzte rauswählen. Die letzte? Ja, oder? Nee. Die erste. 1, 2, 3, 4. Da muss ich 4 rauswählen, doch, 4. Nummer 4? Ja, muss 4 sein. Okay, dann... Ohne Gnade, ja. Kandidatin Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Jo, hi! Na, ja, so du siehst wirklich so cool groß aus. Dankeschön, du auch. Und was denkst du? Schön, ja. Was siehst du? Ja, du bist du schüchtern, ne? Ja, ich bin voll schüchtern, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Ja, ist okay. Danke, dass du da warst. Ja, danke auch. Tschüss! Wieder ihre nächste Antwort vergessen, Runde. Warum musst du die jetzt gehen? Für die nächste Runde habe ich mir eine Hilfe geholt. Meine zweite Hälfte. Süß. Ready, Digga. Hast du eine Frage? Ach Quatsch, erstmal die Outfits. Was sticht euch am ehesten ins Auge? Baggy Jeans, crazy. Das passt unnormal zu dir. Ja. Ich weiß, dass du auf so Typen stehst. Ja. Oh, was ich voll vergessen habe. Oh, wo wollte sie danach noch hingehen? Denn? Eigentlich noch zu fragen, so, yo, könnt ihr euch kurz vorstellen, Alter? So Name, Alter? Das ist eine gute Idee. Ja, ja. Okay, Kandidatin 1, stell dich mal vor. Ich bin Lisa, 24 Jahre alt. Hi, Lisa. Ja, ich kann mir ihre Stimme nicht anhören, das geht nicht. Ich bin einfach weitermachen. Hier spielt bei World of Tanks. Ich bin Melsa und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Emily und ich bin 20 Jahre alt. Ich heiße Cynthia und ich bin 23 Jahre alt. Cynthia? Hört sich auch nach einem richtig gefährlichen Namen an. Alt. Ich heiße Lana und bin 25 Jahre alt. Und du? Oh, ich bin 22 und ich heiße Jem. Ich heiße Alia und bin 22 Jahre alt. Die ist aber nervös. Ah, die ist aber ganz war nervös. So, ja. Irgendeine Stimme, die dir direkt so zugesagt hat? Nee. Erste raus, Mann. Ich glaube, Nummer 5 ist crazy, dein Type. Das sieht echt gut aus. Ich sehe so ein bisschen auch Tattoos hier. Ja, habe ich auch schon gesehen. Nächste Frage, bevor ich umkipp. oder willst du? Ich kann eine Frage stellen. Okay. Cool. Unabhängig davon. Dann hilf mir jetzt. Okay, also. Ich helfe dir. Hi, ich bin der Wingman übrigens. Ne? Mädels, nicht wundern. Wenn der Jem euch vor die Wahl stellen würde, eure beste Freundin oder Jem, was wäre eure Antwort? Kandidatin 1. Wie sieht's bei dir aus? Beste Freundin oder Jem? Das ist echt hart. Dämliche Frage. Also, wenn ich wüsste,
Wenn ich wüsste, dass wir beide was total Ernstes haben, dann würde ich sagen Jem. Okay, Nummer zwei. Ich muss sagen, ich bin ein sehr loyaler Mensch und meine Freunde sind mir sehr wichtig. Ich würde meine Freunde wählen und dann wahrscheinlich ein gebrochenes Herz haben müssen. Schade, alles gut. Ja, ich würde auch meine beste Freundin wählen, weil, sorry, aber ich kenne dich leider nicht so lange und sie kenne ich schon 7 Jahre lang, deswegen. Stark. Muss man machen. Also ich würde auch meine beste Freundin wählen, weil ich einfach mit ihr auch zusammen aufgewachsen bin. Also wirklich als Familie in einem Zimmer. Das kann ich nicht eintauschen. Also du bist mit deiner besten Freundin in einem Zimmer aufgewachsen, oder was? Genau, also wir sind zusammen groß geworden. Das ist süß, ja. Das ist echt süß. Ja. Da gibt es eigentlich gar nichts zu überlegen. Beste Freundin auf die 1 ist einfach Fact. Schade, okay. Also ich würde auch meine beste Freundin nehmen, weil mit ihr habe ich schon sehr viel durchgemacht. Also Jem hätte auf jeden Fall noch was aufzuholen, aber vielleicht schafft er das ja irgendwann. Natürlich, natürlich. Wurde sie ein bisschen die erste fertig. Raus, die erste war die einzige, die falsch geantwortet hat. Das ist ja deine ideale Antwort. Ja, beste Freundin natürlich. Wer hat gesagt, dass... Hey, auch Nummer 1, alles gut? Ja. Boah, Leute, das war aber auch voll die schwierige Frage, weil jetzt... Nein, das war eine Loyalitätsfrage. Haben wir alle gecheckt. Also auch wenn ich überfordert wäre, ich würde Jem immer auf die 1 nehmen. Ich check das schon. Ja. Okay. Nummer 1. Ja. Es ist Zeit. Es ist Zeit zu gehen. Nach Hause zu gehen. Oh Mann. Okay, Kandidatin Nummer 1, du kannst jetzt noch vorkommen. Damn! Ja! Damn! Ich bin Sila Shia. Hä, was ist los? Ja, was geht denn? Ich wollte dich wählen, anstatt meine Freundin. Das geht nicht. Oh. Loyalitätscheck, deswegen. Tut mir leid. Er muss voll hochgucken einfach. Ja. Du musst hochgucken. Sorry. Warte. Besser so. Besser? Ja, schon. Hätte ich noch so ankommen können einfach, oder? Echt? Ja. Ja, das wäre auch cool Hätten gewesen. Wir uns dann gedatet? ja, eigentlich schon. Okay. Ja, nächstes Mal. Ja. Ach du Kacke, klar. Das wird ein bisschen dauern noch. Okay, nächste Runde. Ja, eine sehr wichtige Frage. Ja, das ist, also, sie ist nicht ekelhaft wegen Trans, so, damit das mal ganz kurz klar ist. Deswegen ist sie nicht ekelhaft. Ekelhaft, weil die so komisch redet und sich so billig gibt. Jetzt mal Sex. Okay. Sorry. Raucht ihr? Kandidatin Nummer 1, rauchst du? Nein. 2? Auch nicht. 3? Nein, ich habe vor einem Jahr aufgehört. Nein. 5? Nein. Ach, wie uncool. Rauchst du eigentlich gar nicht? Nee. Okay, ja, jetzt muss ich noch was stellen. Aber du kannst auch basierend auf den Outfits vielleicht dir das angucken. Also Nummer 3, muss ich sagen, hat als Einzige gesagt, dass sie mal geraucht hat. Digga. Das ist true. Das ist real talk. Ich habe keinen Fall noch die Dicke rauskegeln. Unter irgendeinem Vorwand. So, kann sein, dass sie... Und, für die, die es nicht wissen, rauchen hat halt auch einen Nachgeschmack halt. Also aber, wenn du mal geraucht gut, hast. Ja, nee. Also wenn die vor einem Jahr geraucht hat, hat er keinen Nachgeschmack mehr. Ja, doch, die ist jetzt trotzdem raus. So, Ende. Meint körperlich, ja. Gesundheitlich bedingt. Gesundheitlich bedingt. Ja, ja, Gott, aber wenn ich... Die hat ganz andere Probleme gesundheitlich. Ja, das war der Süße. Schau mal, ich will... Das ist das Rauchen, das geringste Problem. Und ich will, dass der Körper von der Mutter meiner Kinder natürlich so gut wie möglich gesund ist, verstehst du? Sag Nummer 4 ist safe für Jem. Enger raus, weil auf jeden Fall. True that, Alter. Ja, sei dir nicht so sicher, Nummer 4, ne? Ich hab ja noch ein paar Fragen. Kann ich noch schnell eine Zwischenfrage machen? Eine ganz schnelle, ja. Die genaue Größe von eurem Traummann. Genaue Größe. Sagt mir sofort eine Zahl. Hauptsache ein kleines bisschen größer als ich. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,62. Oh, das wird schwer, Digga. Das Grenze. Immerhin etwas. Nummer 2? Alles über 1,73. Das ist ja, also okay. Mir ist es eigentlich egal. So 1,70 ist schon für mich vorstellbar, würde ich jetzt sagen. Okay. Digga, wie die alle extra was Niedriges sagen. Wenn die sich einen Mann bauen könnten, würden die doch nicht diese Größe sagen. Wenn wir jetzt nur oberflächlich sind, dann 1,90. Ich bin auch noch da. Also auf jeden Fall mindestens 1,80, weil alles andere ist zu klein. Sorry, dass ich nicht Michael Jordan bin. Mindestens ist schon krass. Wie groß bist du? 1,76 und ein paar gequetschte. Bist du nicht. Okay, dann ist Nummer 5. Ich muss Nummer 5 rausholen. Okay, Kandidatin 5, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, hallo. Die Fette hallo. Sagt, alles hallo. Passt. Ich will mal mit deinen Lippen. Ausdrücken. Dankeschön. Nice. Also du bist auf jeden Fall nicht 1,80, oder? Ja, sorry. Das nächste Mal, ich wachse noch ein bisschen. Fruchtzwerg, habe ich gehört. Krass, das ist krass. Was macht ihr mit dem? Ja. Geh besser jetzt. Geh. Ihr könnt übelst austeilen, ja? Hä? Wo Zeilen haben wir ausgeteilt? Ja, mein Lieber. Ich? Ihr könnt austeilen, könnt ihr auch einstecken. Ja, hey, chill. Ja, machen wir weiter. Chill. Machen wir einfach weiter, ist gut. Okay, nächste Runde. Bist du ready? Ja. Was macht ihr da? Nix. Chillen, Alter, chillen. Die ganze Zeit stehen. Let's go. Okay. Keep your eyes up. We must stay focused. Welches Outfit findest du direkt am krassesten? Ja, 4. Wow, krass. Ja, das ist super. Ehrlich, krasses Outfit, auch mit den Ketten. Tattoos weiß ich aber nicht.
Wie bitte? Funktionierst du noch? Willst du mal nach vorne gehen und so jemand die Hand halten? Jetzt hast du die Chance. So, zeig mal eure Hände einmal ganz kurz hier. Und schön. Ja, nicht, dass du umfällst, Alter. Voll süß. Ich find's mega cute. Schön, ja. Alle vier gut? Ja, ja. Nummer 3 hat ihre Nägel nicht gemacht hier. Jem hat sich hier. Ja, jetzt hat er auch noch die Nägel nicht gemacht. Aufgeschrieben. Warum sollte ich euch daten? Kurz und knapp. Mhm. Kandidatin 1, warum sollte Jem dich daten? Ich bin eigentlich eine sehr offene und lustige Person. Ich kuschel sehr gerne. Vielleicht ist das ein Vorteil. Ich würde von mir selber sagen, dass ich eine sehr nette und empathische Person bin. Wir können zusammen super viele Animes gucken. Ich bin für alle offen. Cute. Ich glaube, vom Gesicht her wird die 2 am besten aussehen. Also ich würde sagen, da ich schon sehr früh selbstständig sein musste, weiß ich schon genau, was ich möchte. Und dazu bin ich halt auch genau sicher, was ich haben möchte und bin dabei auch sehr unterstützend der Person gegenüber, mit der ich plane, meine Zeit zu verbringen. Ich weiß seine Bemühungen wirklich zu schätzen. Ich weiß sie wirklich zu schätzen, Nummer 3, aber du musst loslassen langsam. Lass los. Das ist eine Antwort. Ja. Okay, jetzt Nummer 4. Ich bin humorvoll, lustig, introvertiert, aber bei den richtigen Leuten bin ich auch extrovertiert. Was machst du gerne so mit deinem Partner? Ja, alles, was man so in einer Beziehung macht, darum experimentieren. Bist du so eine kuschelige? Zusammen Abenteuer erleben, Meilensteine aufbauen, also quasi alles, was du willst. Dein Junge. Okay, jetzt musst du dich entscheiden. Du musst eine Person rauswählen. Ja, ich glaube, dann Nummer 1. Dann Kandidatin Nummer 1, du kannst jetzt. Wie mogelt die sich von Runde zu Runde? Das ist voll hart, Alter, so zu sagen, Jo, du musst gehen. Hi! Oh, hi! Was fangen wir an? Ladies first, man! Hey, alles klar. Ja. Ladies first. Hey. Auch voll die hübsche. Alter, du hast voll die schönen Augen, krass. Dankeschön. Ich hab kurz eine Frage. Oh ja. Kannst du vielleicht kurz umdrehen? Okay. Das war's. Dankeschön. Bitte schön. Schade, Alter, ich sag ehrlich, sie hätte auch gut zu ihm gepasst. So. Habt ihr noch eine Frage? Was ist euer Lieblingsfilm? Wichtiger Call. Du bist ein richtiger. Das war eine Fehlentscheidung, glaube ich. Ich mache nichts außer Sport machen und Filme gucken. Und ein wichtiger, also ein guter Film, sagt viel über einen aus. Okay, fair. Kandidatin 1, was ist dein Lieblingsfilm? Letzte Rache. Ich liebe eigentlich alle so Studio Ghibli-Filme. Chihiros Reise ins Zauberland war halt so oldschool, das habe ich als Kind immer geguckt. Mhm. Und wenn man jetzt so ein bisschen weg von Anime geht, finde ich auch Interstellar richtig gut. Kandidatin 2? Also ich muss sagen, ich habe in meiner Kindheit viele Filme geguckt, vor allem die Disney-Filme, weil... Bro, das ist wieder halbe Lebensgeschichte. Die redet auch immer so langsam und so viel. Die hat einen Film denn? Festplatte, muss ich schon sagen. Aber was ich vor allem ganz schön finde zum Entspannen, sind auch mal die Pirates of the Caribbean. Ja, also so Disney-Filme fand ich ganz schön zum Abschalten mal. Ich glaube, dann bin ich ein Loser. Ich gucke keine Filme, ich gucke nur Animes. Und wenn, dann nur Twitch-Streams oder YouTube. Gut gesaved, Digga. Aber mit nur Animes? Oh, sie ist durchgefallen. Schau mal, wisst ihr, was wichtig ist im Leben? Es ist zwar schön, jemanden zu Anime zu bringen, aber das ist auch sehr zeitaufwendig. Was nicht heißen soll, dass ich es nicht machen würde, aber lieber hätte ich jemanden, mit dem ich schon über alles reden kann, weißt du? Also über Anime. Verstehst du? Ja, verstehst. Aber sie guckt ja. Also, sie guckt doch an. Ja, ich sag doch deswegen. Ich sag doch gut, ja. Ach so. Gut, dass sie so auch gut ist. Er braucht ganz so viel. Ja, guckst du Filme? Ja? Ich habe alle gesehen, die existieren so. Mit mir original noch nie hat er einen Film geguckt. Crazy. Er spart sich das für sie auf. Für eine von den dreien. Okay, basierend auf dieser Antwort musst du jetzt eine rauswählen. Ja, ich weiß, was ich dazu sagen soll. Der coolste Film, den du kennst, Fluch der Karibik ist. Es gibt so viel coolere. Ja. Wen willst du raus? Ja, lag am Film. Nummer 2. Okay, dann kann der Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Ja, man denkt, das liegt am Film. Schönes Kleid. Dankeschön. Was hat er gerade gemacht? Hi. Schönes Kleid. Dankeschön. Hi. Also, hat schön, mich dass gefreut. Du da warst. Danke, hat mich auch gefreut. Also, richtig krasses Outfit. Dankeschön. Danke schön. Kann sich da auf das Sofa setzen. Okay. Tschüss. 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 Dann. Oh Mann. Wie wirkt so, als hätte dir das richtig was bedeutet, so irgendwie. Einfach so ein Fummel an und sie sagt richtig krasses Outfit. Als hätte sie irgendwas richtig krass kombiniert. Finale. Oh. Du bist jetzt im Finale. Du musst jetzt eine Frage noch stellen und dann hast du deine Traumfrau. Mhm. Überlegt euch ganz gut, welche Frage ihr. Sagt ihr Chat, welche sieht besser aus vom Gesicht her? Sag eins. Stellen wollt. Habt ihr? Ja. Warte, gib mir kurz eine. Das ist die finale Frage. Ja, deswegen muss ich Geschmackssache. Ja.
Ja, er wird auch zwei nehmen, glaube ich. Muss er. Okay, warte. Überleg wirklich. Ja, ja, warte. Also, ist noch irgendwas? Ich glaube, das war es alles in meinen Fragen tatsächlich. Das noch. Aber ich finde das unnötig. Eigentlich schon. Sag mal. Ich weiß. Aber ich muss auch sagen, zwei hat gesagt, sie guckt gerne Twitch-Streams sonst oder so. Ich würde ehrlich sagen, wenn ich eine Frau kennen würde, die gerne Twitch-Streams guckt, stell dir mal vor, die sitzt euch so neben euch auf der Couch und dann zieht sie sich erstmal in den Monte-Stream rein oder den, weiß ich nicht, ja, den Let's Hugo-Stream. Ja, aber los, so. Nicht böse gemeint, ich mach das ja selber auch, aber eine Frau, die das so schaut, wo ich die jetzt nicht. Ja. Nee. Das Finale für alle. Also, die das schon von vorne reinguckt, wenn sie mal mitguckt, ist ja nice, aber. Wenn ihr ein Date planen müsst, wie würde das aussehen? Also, dein erstes Date mit ihr. Zum Beispiel. Kandidatin 1, wie sähe euer erstes Date aus? Ja, also jetzt in der Winterzeit wird sich halt Weihnachtsmarkt super anbieten. Ich bin auch voll der Weihnachtsfan. Ist nur gerade schlecht mit ein bisschen rumgehen, also ich bin nicht so mobil. Sonst gehe ich auch super gerne einfach in eine Bar hier in Köln. Ich finde, die bieten sich super dafür an. Okay. Kandidatin 2, für mich. Ja. Geil ist für mich immer Schritte sammeln, einfach weil man da sich gut unterhalten kann, sich aber auch nicht zu nahe kommt. Achso, Schritte sammeln? Was? Ja, Schritte sammeln. Achso. Sportlich unterwegs. Achso, ja, ach so. Ja. Ach so, so. Ja, okay. Also, sorry. Genau, ja. Und dann vielleicht, wenn es gut läuft, in der Bar gehen oder essen. Aber es war es erstmal fürs erste Date. Also spazieren gehen und in Bar gehen. Ja, so tiefgründige Gespräche und so, ne? Ja, alles einfach. Und, was denkst du? Ich persönlich, ich finde spazieren gehen auch am besten. Ja. Doch, es ist das Beste. Aber das kann Nummer eins nicht sagen, Alter. Die Arme. Du kannst sie ja auch auf Händen tragen. Ach, die will mich nicht. Ja, ich glaube, die hat's. Sorry. Ja, ich bin nicht 1,90 übrigens, sorry. Nummer zwei, wie groß bist du? Ich bin klein, 1,60. Du bist niemals 1,60. Bro, bitte. Ernst, wenn ich mich daneben stelle, Bruder, niemals. Doch. Die hat ja Plateauschuhe an. Okay, von da hinten sah die ein bisschen größer aus, muss ich gestehen. Ja, okay, Entscheidung. Aber damit hast du auch die Frage von vorhin beantwortet, ja, ja. Die du eigentlich stellen wolltest. Ja. Eigentlich wollte, was wolltest du für ein Schritt? Was wolltest du denn eigentlich stellen? Jo, ich wollte fragen, ob ihr mit eurem Aussehen zufrieden seid. Ja, Nummer zwei, ich liebe dich. Komm, mit. Okay, dann Kandidatin Nummer eins, du kannst jetzt hervorkommen. Dauert ein bisschen. Was seht ihr? Wow, hallo. Ach, so ein Hübsche. Hallo. Hi. 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 Ich habe gewonnen, Chat. Alles gut. Tschüss. Ich glaube nicht, dass die andere besser aussieht. Nicht, Mann. Ich gebe mein Bestes. Die Arme. Okay, bist du bereit für deine Traumfrau? Reiß dich zusammen. Ich bin nicht bereit. Sieht gut aus. Gerade hinstellen. Komm, mein Sohn. Komm, nach vorne. Ach, muss ich noch? Was? Was, ja, was komm, passiert wir gehen nach hinten. Hier? Wir gehen nach hinten. Du schaffst dir gleich deine Traumfrau. Nee. Achso, ihr geht nach hinten. Nein, bleib da. Mach dein Ding. Oh, shit. Okay. Hallo. Hi. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Hallo. Hey, Nasenpiercing. Ja, Bro. Abflug. Hi, was geht? Lana. Todi, freut mich. Mhm. Und? Krass, ja. Sag doch was, komm. Sag doch, ich bin so nervös. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, krass, ja. Er mag dich, das heißt, er mag dich. Er mag dich. Wir sind beide nervös. Bist du auch nervös? Ja, ein bisschen. Oh. Woher kommst du das? Ja, aus Köln, ich bin okay, hergezogen. Von wo? Aus dem Norden. Genau. Cool. Von oben. Ja, nie ohne Seife. Ja. Ja, was und was denkst du? Ist ein netter, sympathischer. Ist ein oh, Naruto. Ja, geil. Knistert. Ich merk's auch. Knistert. Wollt ihr? Ja, wir gehen. Er hackt sich bei ihr. Süß. Hä? Wow. Süß. Ja, auf dich. Geile Rückentattoos. Switch. Ah, haben wir geschafft, toll. Jam, ich liebe dich. Ja, ich dich auch, Baby Girl. Kuschel auch noch mit mir trotzdem, ja? Mama mia. Aber ich hatte ja einen richtigen Riecher, würde ich sagen.